Hallo zusammen, es ist Montag, der 29. Juli. Bald bin ich in Urlaub, aber ich habe gesagt, ich mache noch ein paar Filme. Ich versuche auch diesen Silberfilm zu machen, aber ich wollte heute hier und jetzt, das ist 14:55 Uhr, der Dow hat noch zu, eben einen Film machen über den Dow Jones. Vor euch liegt der Wochenchart, sprich eine Kerze, eine Woche. Ich hole den mal ganz lang ran, seit der Lehman-Krise hier sind wir hier ordentlich hochgeschossen. Also richtig, richtig heftig in den 10 Jahren, die wir da jetzt mitgemacht haben. Und jetzt liegen wir hier oben bei 27.194 vorbörslich. Mir fallen hier so ein paar Dinge auf, die mich grundsätzlich nicht nur vorsichtig werden lassen, sondern ja, schon durchaus negativ. Der Dow handelt zum einen an dieser Trendbegrenzung. Schlicht und ergreifend die Highs miteinander verbunden, die Highs seit Beginn 2018. Und jetzt mache ich mal das Fadenkreuz hier rein. Und das liegt momentan auf Wochensicht bei 27.526 und verbindet sich da mit dem Wochen-Bollinger Band, dem oberen Wochen-Bollinger Band. Das ist erstmal noch nichts Negatives, das ist einfach nur eine Begrenzung, die da liegt. Der Aufwärtstrend, den wir haben von 2009, der ist schon sehr, sehr steil, aber auch das ist noch kein Grund. Was mich skeptisch macht, ist zum einen hier, über das MACD wird er ein bisschen weicher. Das heißt, er kommt nicht richtig vorwärts von der technischen Seite her. Und die Slow Stochastik gilt als mit einem Wert von 94 als heftigst überkauft. Beim Wochenchart muss man da ein bisschen aufpassen. Das kann sich also hier über Monate hinwegziehen. Da muss man wirklich warten, bis so ein Verkaufssignal hier erscheint. Dann kann man diese Bewegung mitmachen. Solche Zeichen habe ich noch nicht. Aber jetzt gehen wir mal auf den Tag. Hier ist der Tag. Hier haben wir auch wieder diese obere Begrenzung. Hier. Und hier kann ich es jetzt ein bisschen genauer ausmachen. Und zwar ist die auf Tagessicht heute hier und jetzt ist die bei 27.000, ups, jetzt verrutscht er, 27.415. Und ist etwas unterhalb des oberen Bandes. Was ist bei hier bei 27.500? Auch hier ist der letzte Anstieg schon recht steil und er flacht gerade ab. Wir sind an der 20-Tage-Linie am Donnerstag gewesen. Hier wird das MACD schon negativer und die Stochastik gibt sogar ein Verkaufssignal. Jetzt schaut die ganze Welt auf Mittwoch auf die Fed. Ich habe den Eindruck, dass eine Zinssenkung von, sagen wir mal, 8 von 10 Händlern erwartet wird. Die Frage ist, was passiert, wenn da nichts kommt? Oder was passiert, wenn sie kommt? Also wenn nichts kommt, wird der Markt ein bisschen enttäuscht sein. Das ist das Erste. Aber sich dann vielleicht auf die nächste Sitzung, ich meine diese am 18. September, stürzen und die Hoffnung daraufhin reflektieren. Wenn etwas kommt, wird man sich sagen, okay, das war's jetzt und jetzt, was passiert jetzt? Woran sollen wir uns festhalten? Deswegen, ich glaube, dass die Erwartungshaltung fast zu hoch ist an die Fed. Ich weiß gar nicht, ob die es irgendwie so oder so richtig machen kann. Das muss man mal abwarten. Es ist auch in diesem Film so, dass ich nenne ihn natürlich wieder zwei Scheine von den K.O.-Scheinen, aber ich nenne ihn hinten dran auch mal richtige Optionsscheine, normale Optionsscheine, und zwar Puts auf lange Zeit, um sich auf dem momentanen höchsten Niveau des Dow Jones auch mal abzusichern, dafür, bevor der da mal hier so eine Grätsche irgendwann macht. Also von der Woche nochmal, wir sind jetzt hier oben an diesem Trendkanal oben angekommen, wir sind oder an der Trendbegrenzung, wir sind am oberen Band, wir bekommen Verkaufssignale hier und hier. Ich hole es mal ein bisschen näher rein, damit Sie es deutlicher sehen können. Nehmen wir das letzte Low raus. So, ich habe Ihnen auch wieder ein paar Scheine mitgebracht. Der eine ist ein 26.674er. Da sind wir ungefähr hier. Da, wo gerade eben die Maus ist. Unterhalb des unteren Bandes, unterhalb von diesem kleinen Support, den wir gebildet haben am 9.7. Der kommt für mich nur dann in Frage, wenn wir das High hier bei 27.415 wirklich mit Schlusskurs rausnehmen. Und zwar bitte mit ein paar mehr Punkten als nur 10 oder 20. Das ist von Goldman Sachs die Kennnummer GA8 Beta Beta T. GA8 Beta Beta T. Für den Put. Da will ich auch gar nicht so weit hinter das Hoch gehen. Ja, wenn ich sage, das Hoch war bei 27.415, suche ich mir einen, der hinter dem oberen Bollinger Band liegt. Und das ist 27.547. Das ist dieser hier.
Da habe ich die Kennnummer GA6U79. Das ist kein Ding, was man heute hier und jetzt kaufen soll. Den kaufe ich und dann hat er auch einen deutlich geringeren Hebel, wenn wir eben diese Unterstützung aus dem 9.7. und aus dem unteren Band bei rund 26.671, wenn wir die brechen. Man kann es natürlich auch mit kleinem Size vorher probieren, aber hier wäre der eigentliche Verkaufspunkt, meines Erachtens nach. Im Moment ist das ein 76er Hebel, sehr, sehr hoch, aber es wird halt in dem Moment, in dem wir hier runtergehen, geht es deutlich tiefer. Also ist der, dann wird er sein um die 40 rum. So, und jetzt zeige ich Ihnen mal noch eine andere Geschichte. Ich halte die auch für sehr wichtig. Ich bin der Meinung, dass wir über mehrere Wochensicht jetzt hier wirklich ein Hoch gemacht haben, was wir so nicht länger halten können. Und ich glaube, dass der Markt insgesamt reagieren wird. Ich habe Ihnen das anhand der Woche klar gemacht. Das ist keine Geschichte, die morgen passiert. Aber das ist eine Geschichte, da rechne ich mit so aufs nächste halbe Jahr rum, dass wir hier auch mal einen deutlichen Einknicker kriegen. Das hier ist der VIX auf den Dow Jones. Und wir sind momentan bei 13, das können Sie hier so ablesen, an dieser Skala bei 13,68. Das halte ich für absolut vertretbar. Das ist historisch gesehen auch schon relativ tief. Wir sind nicht auf dem tiefsten Punkt, aber wir sind in der Nähe des tiefsten Punktes. Und schauen Sie mal, was wir im Lande Dezember letzten Jahres gemacht haben. Da waren wir über 30 implizit. Das hat einen Einfluss auf die Optionspreise, der ist enorm. Jetzt gehe ich mal mit Ihnen hier auf diese Seite. Ich habe alle möglichen Scheine heute verglichen. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht wieder fragen, wieso Goldman, eben weil ich sie verglichen habe, habe ich festgestellt, das sind also Live-Preise hier, die haben die besten Preise für die normalen Optionsscheine im Dow. Ich habe das überall verglichen. Was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe mir jetzt nur eine Basis für Sie rausgesucht, Basis 26.600. Und das sind alles verschiedene Laufzeiten. Beginnt oben mit den kürzeren, geht bis runter zu den längeren. Kann ich noch hier hoch machen, bis 19.06.2020. Ich bleibe mal hier so im Mittelfeld, damit Sie hier oben auch die Skalierung sehen. Ich habe die Geld- und Briefkurse und ich habe die implizierte Volatilität. Sie sehen, dass also die Kurzläufer sind so um die 15 rum. Während dann nach hinten hin, jetzt sind wir hier schon im Dezember, 16,5 und das geht bis fast 18 auf den Juni 2020. Was ich suche, auch als Absicherung einfach für das Depot und zu sagen, ich möchte gern ein bisschen besser schlafen, bevor da wieder irgendwo irgendwas in Amerika passiert, weil in dem Moment, in dem wir mal 5% in einem Tag runtergehen, wird es schwieriger. Ich möchte mir eine Option kaufen als reine Versicherungsprämie. Das ist eine der Grundaufgaben von Optionen. Und ich finde, ich habe Ihnen das jetzt so hier das ein bisschen größer gemacht. Es gibt hier also zwei, die lachen mich an. Die eine geht auf Ende Februar 2020 und die andere auf Ende März. Beides die Basis 26.600. Ich halte auf den Februar eine nicht ganz 17er Volatilität für absolut vertretbar. Ich habe das jetzt nicht ausgerechnet, was passiert, wenn die jetzt von 17, sagen wir mal, auf 19 geht innerhalb kurzer Zeit. Das habe ich jetzt nicht genau ausgerechnet, aber dann schätze ich, dann wird dieser Schein allein schon um die 90 stehen. Das ist jetzt die Frage, ob Sie lieber im Februar wollen oder im März. Ich werde mich wahrscheinlich tendenziell für einen März entscheiden. Ich nehme das in Kauf, dass ich hier 0,4% Volatilität mehr zahlen muss. Aber mit der Basis 26.600 kann ich gut leben. Das ist nicht viel. Das sind berechnet auf den jetzigen Dow gerade mal 600 Punkte. Das ist nicht viel. Da sind wir ganz schnell dran. Das ist einmal ein Wochenende, irgendeiner irgendwo Blödsinn erzählt, dann sind wir da. Und ich finde diesen Schein hier recht interessant. Das ist die GA40K1. Das war also der günstigste, den ich gefunden habe, eben mit dieser Volatilität von 17,18 auf den 20.03. mit der Laufzeit oder vielmehr mit dem Strike von 26.600. Nochmal, das ist kein K.O.-Schein, das ist ein normaler Optionsschein, ein Put. Spekulation auf fallende Kurse. Ich habe den Eindruck, der Dow wird hier ein bisschen weicher, aber ich habe noch keine Verkaufssignale, die mir eine große Position aufzwingen. Für mich ist es jetzt erstmal eine Versicherungsprämie. Damit kann ich mit diesen ganzen Querelen, die da momentan auch stattfinden, jetzt kommt als neuestes Thema Baltimore hinzu, wo auch der Schwiegersohn von Herrn Trump anscheinend der größte Großgrundbesitzer ist. Ja. Hätte er sich vielleicht vorher mal informieren müssen. Aber das kommt jetzt auch wieder rein. Ja. Es kommt eben mal was Neues und irgendwann hält es der Markt nicht mehr. Und da will er einfach mal atmen. Wir haben eine sensationelle Rallye gemacht seit 10 Jahren.
Und ich glaube, dass wir auf Sicht Ende Oktober deutlich tiefer stehen als jetzt im Dow. Ich wünsche euch ein Heavy Trading und fette Beute. Bye bye.